Und dann Moinsen zum Stadionvlog gegen SV Werder Bremen. Viel angesprochen in Videos davor mit Nico als Gast, natürlich Bremen-Fan ist, in meinen Vorberichten, Statistiken und so weiter und so fort. Deswegen hier wieder kurz und knackig. Samstagabend 18:30 Uhr, ausverkaufte Hütte. Klar, ist kalt, aber die Fans werden Vollgas geben. Ich habe richtig Bock drauf. Tradition pur, ewige Tabelle, Platz 3, Platz 4. Natürlich jetzt auch natürlich für Bremen gerade weniger Argumente als für uns, ne? Ich will jetzt gar nicht zu positiv klingen, ne? Man muss ja aufpassen, nicht zu überheben, aber wenn man es bei uns auch guckt, das haben wir auch 3 Heimspiele eine Woche, Dortmund kommt, Leverkusen kommt, danach geht's nach München, da ist Bremen ein Heimspiel, wo wir uns einfach auch aus dem Selbstbewusstsein raus sehr, sehr viel erhoffen dürfen, auch ohne jetzt abzuheben oder zu sagen, die schlagen wir locker, ne? Auch ganz klar dazu, aber Bremen ist eben, ne, bisher einen Punkt geholt auswärts, aktuell im Jahr 2023 die schlechteste Bundesliga-Mannschaft, also die schlechteste Mannschaft, die durchgängig Bundesliga gespielt hat. Argumente sprechen schon für uns. Undav Gyarassi hieß das erste Mal in der Startelf zusammen, wurde schon angekündigt von Hoeneß. Das kann schon ziemlich offenes Visier werden. VfB Bremen eh oft torreich oder auf jeden Fall Spektakelspiele oft schon mal gewesen. Früher 6:3 und so Geschichten. Ne? Bock ist unendlich groß, deswegen gar nicht viel weiter quatschen. Wir gehen rein. Schluss. Ja,
Nagel angepisst. Das war schon ein Elfmeter. Schon sehr leicht aus. Ja, aber das Bein geht raus in den 16 und dann ist es gerade überfallen. Pirazzi, 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 Pirazzi. Wahnsinn, 500 Meter Sprechgürtel. Wahnsinn. Zweite Topspiel-Sieg in Folge, wieder ein bisschen Chronologie reingebracht, aber diesmal schon deutlich weniger tatsächlich nach dem Spiel, rund ums Spiel, als ich vielleicht letzten Wochen immer besprochen habe oder besprochen musste, wie auch immer. Vor dem Spiel auf jeden Fall, habe ich jetzt gar nicht persönlich mitbekommen, aber auf Twitter und so ein paar Bilder gesehen, gab es eine Aktion der Fanszene. Da muss ich auch echt sagen, geil. Genau so muss das, genau so muss dieser Umgang sein, sag ich mal. Haben sich quasi da, wo sich immer treffen, quasi selber abgesperrt und so absperrbandmäßig. Dazu auch Plakate dann eben auf witziger Basis mäßig. Polizei stand eben rum. Ich meine auch gehört dann, dass sie dann irgendwann auch gegangen sind so, aber kann jetzt nicht irgendwie verifizieren. Auf jeden Fall stand da drauf, Achtung Polizeiwillkür und bitte nicht nötigen. Auf jeden Fall einfach geiler Umgang. Geiler Umgang auf Witz, mit Witz. Finde ich top. Super Umgang mit der ganzen Thematik da, die ja im Grundsatz schon eine nervige ist oder schwierige ist, wie auch immer. Auch
Im Spiel habe ich es gar nicht gesehen, weil du immer von hinten im Blick hast drauf. Aber gab es ein starkes Kritikbanner am Trikot, ne? Was quasi, was hat diese hässliche und teure Scheiße mit einem VfB-Trikot zu tun? Also wirklich auch geil, weil ich eben der Meinung auch bin, ne? Vielleicht haben andere eine andere Meinung, aber ich fand es geil und heute haben sie es eben getragen. Das Sondertrikot mit, was war es, Fiedelblatt, irgendwie sowas in die Richtung kam, wie das Gedöns da heißt, was sie da irgendwie meinen mussten, auf dem Trikot zu drucken für 190 €. Aber das ist ein anderes Thema, habe ich schon mal angesprochen. Auch top, muss man sagen, hier an der Stelle war der Bremer Fanauftritt so. Choreo war am Start am Anfang mit den Schals und so weiter. Sehr geiles Ding. Pyro war am Start in der Halbzeitpause oder nach der Halbzeitpause. Stimmung auch gut. Klar, die hörst du aus unserer Region eh nie so richtig, weil du bist halt selber in der Stimmung drin, ne? Deswegen kannst du nie groß bewerten. Aber man hat sie ein paar Mal mehr rausgehört, sag ich mal, als jetzt andere Fans bisher in dieser Saison. Also auf jeden Fall stark geauftet bei Bremen. Plus muss man auch sagen, habe es ja angesprochen, kein Auswärts- oder nur ein Auswärtspunkt, Jahrestabelle und so, trotz der Situation, bockstarker Auftritt, 5.000, wahrscheinlich ein bisschen mehr da gewesen. Auch da habe ich angesprochen vorm Spiel, warum auch da eine Vorfreude da ist, mit Tradition gegen Tradition, ne, hier ewige Tabelle und so Geschichten, das hast du halt gemerkt, kommt halt ein geiler Traditionsverein so, deswegen auch da finde ich das nochmal lobenswert oder ja, wert es herauszuheben, den Auftritt von Bremen bei uns in Stuttgart. Spiel, ja, war dann relativ unspektakulär, also überlegt, ob ich es wie die letzten paar Mal mache quasi, dass ich das, ja, das Fazit zum Spiel komplett einzeln bringen, mich danach an das Aufwendigere logischerweise auch, länger dauerndere mit den Videos, meinem Audio und so Geschichten mache. Da irgendwann wäre im Spiel schon gemerkt, gut, so viel schreibe ich heute nicht zusammen, dass es sich lohnen würde, es irgendwie einzeln hochzuladen, deswegen alles auf einmal, wie es ja auch noch bekannter ist, sage ich mal, bei mir in meinen Videos. Ja, aber das eben, das ist unspektakulär, absolut im positivsten Sinne, weil Kontrolle war da, Chancen nach vorne waren da, 1-0 dann auch schon relativ früh, sag ich mal, durch Undav, starke Vorlage von Anton, geile Arbeit das Ding, Abschluss, klar, bisschen Torwartfehler ist ja auch dabei bei dem Ball, Titsch bisschen auf, ne, nasser, verschneiter Boden noch so ein bisschen, vielleicht vereister Boden, wie auch immer, und dann ist er halt da, wo er da sein muss, und ja, grätscht das Ding rein. Dann auch immer eine geile Undav-Girassi-Kombination gehabt, also wirklich Weltklasse zusammengespielt, da Doppelpässchen gespielt, ne, weil die ja natürlich von Beginn an dabei gewesen sind, die hatten schon auf jeden Fall Bock, das so zu machen, auch so miteinander zu zocken. Wir haben auch die Szenen gesehen nach Frankfurt, wo sie sich gegenseitig quasi zeigen von Bank auf Spielfeld und lachen und so, also das ist auch eine geile Connection zwischen den beiden, 100% da. Was man ein bisschen sagen muss, oft war es vielleicht ein bisschen verspielt oder vielleicht der letzte Pass nicht gut genug oder sowas. Man hätte schon früher Klarheit schaffen können, schaffen müssen, will ich damit sagen. Man hatte genug Chancen, schon früher auf ein 2-0 zu stellen. Auch ein Girassi, sage ich mal, wieder hat ein bisschen gemenschelt, beziehungsweise eben jetzt, vielleicht geht es jetzt in den Bereich statistisch, dass er eben nicht mehr jeden Schuss reinmacht, jeden zweiten Schuss reinmacht, weil heute auch ein paar Dinger in Anführungszeichen liegen lassen. Dafür habe ich die Szene noch zu wenig oder nicht nochmal gesehen irgendwo in einem TV-Bild oder so, wie klar manche Chancen waren und wie eben nicht. Aber hat er schon ein bisschen was liegen lassen, in Anführungszeichen, für seine Verhältnisse. Wäre wahrscheinlich mit den Chancen, die er heute hatte, ein oder zwei Dinger reingefallen. So eben nicht, also aus den Chancen nicht, aber eben aus dem Elfmeter. Den kriegen wir dann. Ja, ich habe irgendwelche Diskussionen gesehen von Bremer Seite. Ich konnte sie nicht ganz herleiten. Den einen Kicker-Artikel zum Beispiel, was sich da aufgeregt haben, sehe ich nicht ganz so. Oder verstehe ich nicht, woher das kommt. So, Elfmeter war auch recht klar. Vielleicht habe ich es mit drin, weiß ich jetzt gar nicht. Schneid es dann nachher noch dazu, die ganze Audio und so Geschichten. Direkte Reaktion im Spiel dann von mir. War auch so das erste Gefühl so, ja, mal gucken, ob er den pfeift. Oder, boah, ja, nerviger Elfmeter quasi fast. Oder, oh krass, er pfeift es sogar. Ne, so in die Richtung, was halt ein Elfer war. Kontakt ist klar da, den kannst du klar geben. Es war halt so ein plumper Elfmeter. Deswegen vielleicht so ein bisschen die Reaktion von mir im Stadion da drauf. War halt so ein plumper Elfmeter, ne, stört ein Bein drin, nimmt es an, fällt, fertig. Ne, also war Elfmeter, Kontakt ist da. Gibt jetzt auch keine Widerrede, was das angeht, glaube ich. Aber ja, einfach ein plumper Elfmeter, ein doofer Elfmeter, aber ist halt ein Elfmeter. Girassi-Sprechchöre gab es schon vor, dem er geschossen hat. Ja, das ist immer alles egal. Der Druck in Anführungszeichen, die Huldigung, wie auch immer, sage ich mal, in den Moment rein, im Kopf, wie auch immer, ist dem egal, der lupft halt rein. Es ist der absolute Vollwahnsinn. Selbstbewusstsein pur. Ich meine, klar, da ist auch immer diesen Effekt, diesen psychischen Effekt, den er vielleicht immer anwendet, weiß ich nicht, oder er ist ja halt wirklich so eiskalt, dass er sieht, dass der Keeper springt. Okay, jetzt kann ich ihn auf jeden Fall lupfen, jetzt liest er das raus, ich weiß ja nicht, was ja auch immer gibt. So das Thema, du bist ja quasi als Elfmeter, als Torhüter, der Elfmeter halten muss, ein bisschen in der Lage,
ich muss da jetzt was machen, ich muss den halten. Deswegen ist ein bisschen Psychologie dahinter, dass der Keeper dann meistens springt, weil es sieht halt kacke aus, wenn er einfach stehen bleibt und der Ball irgendwo rechts, links neben ihm einschlägt. Das heißt, in den meisten Fällen springt der Keeper schon. Dann ist natürlich in die Mitte leer und kann da reinchippen. Vielleicht ist das so ein bisschen die Psychologie, die Gerassi da immer wieder verfolgt, weiß ich nicht. Was man natürlich auch sagen muss, dass eben so wenig angebrannt ist. Klar, war Bremen jetzt nicht so gut, das dazu auch ein bisschen, ja, einfach ideenlos, ne? Aber auch einfach bockstarke Abwehr, bockstarke Gesamtteamleistung wieder mal, wie letzten Wochen auch, hinten drin, Daxu, Anton, hier Kalle Stenzel auch stark, Karasso davor wie immer bockstark. Wirklich einfach auch ein Bollwerk zusammengebaut da hinten bei uns und auch eben auch heute auch abgeliefert. Ne, geile Stimmung sowieso, Stuttgart International, wir wissen es, die Gesänge, wir wissen sie. Auch da muss ich wieder sagen, ist nicht nur heute, ist auch schon, ja, die ganze Saison eigentlich, was auch sehr hervorzuheben ist, alle Stadionteile machen mit. Das war auch schon mal anders. Überall, wo du hinguckst, ist ein Schal da, wird gesprungen. Natürlich nicht so viel wie in der Kurve, ist ja logisch, so in der Menge, sage ich mal, in den jeweiligen Bereichen. Aber wirklich ordentlich Stimmung aus allen Bereichen. Wie gesagt, das war auch schon mal anders. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es fügt natürlich nur zu der Top-Stimmung im Stadion. Bremer ist nochmal so ein bisschen, ich sag mal, fast random, so fast zufällig nochmal aufgewacht. So irgendwie ab der 85. zwei, drei Ecken und zwei, drei Schüsse gehabt. So irgendwie, ich sag random, weil das ganze Spiel kam eigentlich mehr oder weniger nichts. Und dann irgendwie zu spät aufgewacht, ganz simpel. Nichts mehr passiert, auch nichts zwingend oder so. 2-0 Heimsieg mit, muss ich echt sagen, aber auch schon vor dem Spiel gesagt, wir wollen ja nicht abheben, auch nicht irgendwie arrogant klingen oder sowas, überhaupt nicht. Aber mit so einem Gefühl von, ja, another day in the office, hätte ich mal so formuliert. Vielleicht mögen auch damals dieses Denglisch, sage ich mal, nicht, oder diese Anglizismen nicht. Dieses Gefühl von, ja, war halt, ja, Arbeit erledigt, so, Arbeitstag erledigt, so. Sind gekommen für ein Spiel gegen Bremen am Abend mit einer schlechteren Bilanz für Bremen, für schon durchaus eine klare Favoritenrolle für uns, gerade eben in Heimspielen. Guter Lauf bei uns, nicht so guter Lauf bei Bremen. Da gehst du hin und holst den Sieg. Mal gucken, ob es spektakulär wird. Wurde es nicht, wurde aber auch nicht so, ja, ja, mehr war halt nicht, ne? So, wie gesagt, nicht zu arrogant zu klingen, nicht abgehoben zu klingen. Aber man hat halt quasi das bekommen, was man sich schon irgendwie erwartet hat oder erhofft hat, wie auch immer, prognostiziert hat oder so. Und das hat man bekommen. So pflichtsiegmäßig fast übertrieben gesagt. Deswegen, es ist einfach ein surreales Gefühl, so aus Spielen rauszugehen. So, das kennen wir halt nicht. So, ganz einfach. Wir kennen so erfolgreiche Phasen am Stück, kennen wir einfach nicht mehr seit Jahren, seit Jahrzehnt, wie auch immer, ne? Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. So, ist einfach wunderschön, unfassbar schön, wie gut's läuft. Und eben auch dazu, ich hab's ja auch in dem Vorbericht gesagt, auch mit Statistiken und so Geschichten, wie hoch verdient es so gut läuft. Ne? Wir stehen ja nicht einfach random auf Platz 3. Das ist hoch verdient, statistisch pipapo hoch verdient. 10 Punkte vor Platz 6 mittlerweile, ne? Wenn wir schon beim Thema international sind. 10 Punkte vor Platz 6 plus Torverhältnis, glaube ich, auch noch oben drauf, also quasi 11. Absoluter Wahnsinn. Ja, wunderschön. Jetzt kommt die Topspielwoche. Die Topspielwoche, Pokal Dortmund, Leverkusen aus zu Hause in der Liga und dann so rum auswärts in München. Die absoluten Topspielwochen. Mal gucken, was da drin ist. Das ist ja auch das Schöne. Wir wissen, da ist was drin. Aber wenn dann eben mal nichts drin ist in solchen Spielen gegen solche Kaliber, weint hier auch keiner, ist auch keiner überrascht, fängt hier keiner an, irgendwas zu kritisieren, weil wir eh gerade auf einer Welle schweben, auf einer Wolke schweben, das ist unglaublich. Was ich auch sagen muss, absolut ein dickes Danke an jeden, der Videos reingeschickt hat, per Instagram, dies, das, habe ich ja jetzt seit ein paar Spielen quasi dabei, dass ihr mir die Sachen schickt, um eben die Audio-Vlogs, nur die, ja, nur Audio aufzuwerten, was ihr auch 100% tut, ist ja klar, weil Elfmeter und so willst du halt sehen. Ich sag mal, stimmungmäßig reicht ja Audio, geht es ja ums Hören, für die Stimmung die aufzufangen, aber einen Elfmeter mit drin zu haben und so, vielleicht mal eine Chance mit drin zu haben oder so, schöne Choreo mit drin zu haben, ist einfach Weltklasse. Und was ich da wieder an Menge für Videos bekommen habe, vielen, vielen Dank an jeden. Auch klar, dass ich nicht alles mit reinnehmen kann. Ich suche natürlich auch nochmal aus, was da reinpasst, dies, das. Auch was eben mit meinem Audio zusammenpasst und so weiter. Deswegen, ja, tut es mir leid an die, die was reingeschickt haben und ich nichts davon mit reingenommen habe oder wenig mit reingenommen habe. Auf jeden Fall ein dickes Dankeschön, dass das so geil funktioniert. So haben die Audio-Vlogs einfach eine ganz andere Wirkung, ganz klar aufgewertet. Plus das Thema, dass ich in der Kurve nicht mehr filmen darf und so Geschichten.
ist damit auch wirklich sehr, sehr weit einfach ausradiert, weil das Wichtigste, was in Sachen Stadionvlogs, in Sachen Videostadionvlogs da ist, eine Tore und so Geschichten, kriege ich auch so dann durch euch. Und das ist einfach wunderschön. Vielen, vielen Dank an jeden von euch. Gerne wie immer auch dann alles in die Kommentare, ne, zum Spiel, zum Vlog, zur Stimmung, zu unserer Leistung, zum VfB. Gerne kommentiert, gerne runter mit euch in die Kommentare. Auch immer natürlich gerne kostenlos Like und Abo lassen. Auch ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.